Hallo und herzlich willkommen zu. Das ist überhaupt nicht gut gelaufen gerade, denke ich mal. Der wird es denken, dass Madison ihn verraten hat. Ich habe das scheiß Telefon nicht gefunden. Also. Da habe ich mir jetzt keine Mühe gegeben. Das lief jetzt überhaupt nicht gut, ne? So, wollen wir mal weiterschauen. Was hat denn der für Gedanken? Gar keine. Am Ende suchen ja alle gerade nach dem gleichen Täter. Lauren? Ah, guck mal, Lauren. Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Ach. Also wissen wir es doch. Wir wissen es. Wir haben bei dem schon im Büro gesessen. Na klar, im Auto. Unter Wasser. Meinst du das ernst jetzt, oder was? Lauren. Und die ist auch im Auto gefangen. Beide? Shit. Wo geht das hier hin? Raus da. Was macht der denn da? Ach, der macht sich eine Scherbe. Der macht sich eine Scherbe aus dem Display. Okay. Verdammt. Ach, das muss ich mehrmals drücken. Verdammt. Wie viel Zeit habe ich denn da jetzt? Schön wäre ja, wenn das jetzt nicht irgendwie zeitlich begrenzt ist. So, haben wir schon mal uns frei. Jetzt könnten wir natürlich sie freischneiden. Los, komm. So. Ah, okay. Wach, Lauren! Aufwachen! Lauren! Okay, wir schneiden sie erstmal los. Wird nicht. Ach, Scheiße! Nein! Wir schneiden sie erstmal los. Jetzt? Was ist jetzt? Nehmen wir die jetzt mit raus? Der hat sie doch bei sich, ne? Wir haben sie ja losgemacht. Ja, okay. Oh. Okay, gut. Gut. Wir haben Lauren mit draußen. Jetzt können wir erstmal in Ruhe gucken, was mit ihr los ist. Hat doch schief ging. Okay. Hätte doch völlig schief gehen können. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bringe Sie heim. Okay, wir wissen, dass wer der Killer ist. Und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Ja, mehrere Liebesromanzen hier. Das ist auch interessant. Also das mag ich ja, wenn da ein bisschen Emotionen mit drin sind. Ne? Das mag ich schon. Relativ geht schon. Aber ich müsste wieder mein Licht ausschalten, weil das hier echt... Das nimmt ein bisschen die Stimmung, die romantische. Ach, guck mal, auch bei dem haben sie auch das Gesicht so richtig, also wirklich animiert halt, ne? Wir wissen jetzt, der wollte den umbringen. Wir wissen, sein Sohn ist da drin. Wir wissen, dass er der Killer ist.
ich vermute mal, das ist immer noch ein bisschen eine falsche Spur, tatsächlich. Sonst wäre das Spiel ja gleich zu Ende. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ach gut, na doch. Wenn wir jetzt den... Wenn wir jetzt den Killer haben, dann haben wir immer noch nicht das Kind. Das ist das Problem. Das Kind brauchen wir ja noch. Alter, guck mal, wie der abgeht. Das ist ja... Da ist ja GTA nichts dagegen. Das ist mein Privatdetektiv, hä? Das läuft. Freunde. Der macht ja auch keine, der macht doch keine Schatze mehr hier, ne? Der zieht einfach durch. Okay, jetzt halt mehr für Witze. So, jetzt holen wir uns den Sohn. Wenn er noch da ist. Ich glaube mal, dass der Sohn wahrscheinlich auch schon weg ist. Aber das ganze Haus voll mit einer Armee von Soldaten, ne? Das läuft. Rinder als Büro. Und jetzt ist er wahrscheinlich weg. Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Ah, das ist der Alte. Blöder Wichser! Bitte, tun Sie... Gedrückt halten, okay? Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Mann, das geht mir auf den Sack, dieses nach links und nach rechts Gemache. Sie Scheißlügner. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Er hat ihn versucht umzubringen. Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Was gibt's da zu sagen? Goldie. Goldie wollte nur Spaß, okay? Genau. Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Ach, hör auf, ist er jetzt doch nicht was der... Was war. Gordy. Gordy ist mein... Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Also doch nicht von ihr adoptiert? Sie heißt Anne. Anne Shepard. Jetzt dachte ich, er hat den Sohn adoptiert, ne? Ja, ich dachte jetzt, er hat den adoptiert. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Na, was stimmt jetzt hier nicht? Ist hier da irgendeine Bombe oder was?
Ja, wir sind kein Mörder, ne? Wir geben dem seine scheiß Tabletten, wenn er die zum Leben braucht. Aber ich glaube, das ist gerade irgendein Schauspiel. Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Okay. Also vielleicht ist das doch die falsche Spur. Also ist das ärgerlich, ja. Na gut, die haben halt alle, die haben alle Pech gehabt jetzt, ne? Die waren zur falschen Zeit am falschen Ort und haben dem falschen Typen geholfen. Was ist es? Was soll's? Also sind wir auf der falschen Spur gewesen. Der Zwilling ist also offenbar nicht Gordy. Jetzt suchen wir als Madison erstmal nach Ethan wahrscheinlich. Die weiß ja gar nicht, wo der hingefahren ist, ne? Ich hatte ja gehofft, dass sie mit ihm durchbrennt. Aber jetzt weiß die ja gar nicht, wo der ist. Aber sie kann es lediglich trotzdem nach dem Sohn suchen, ne? John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Ach, sie sucht auch tatsächlich die... Warum sucht denn sie jetzt nach Anne Shepard? Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Woher weiß sie denn das von der? Bitte tragen Sie sich ein. Ist das jetzt ein reiner Zufall, dass die... Gehören dass sie die Mutter auch Familie? Sucht? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber na, sie wird auf. Sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Na gut, Alzheimer. Es ist 30 Jahre her. Sagen wir mal so, da bestehen noch Chancen. Zimmer 19, dann wollen wir mal kurz gucken. Ja, okay. Kamera kann man auch so drehen. Ich suche Zimmer 19. Wir nehmen ein paar Blumen mit, genau. Nimm mit die Blumen. Macht sie nicht. Ach komm, Oh, jetzt bin ich verkehrt rumgelaufen. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. Wir müssen rausfinden, wer den Zwilling adoptiert hat. Das müssen wir rausfinden. Und wenn Gordy das nicht ist, dann ist jetzt die Frage, wer hat den adoptiert? Dein Ernst jetzt? Da war die 18, ist die 19 hier rechts? Hä? Warte mal, geht's hier zu 19? Nö. Ist das vielleicht die Frau, die hier sitzt? Die ist doch eine alte Frau. Sitzt und guckt da aus dem Fenster, guckt sich den Regen an. Ja, okay. Sie weiß, dass ihr Sohn im Regenwasser ertrunken ist, der eine, ne? Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. So eine Sie sagten, Haltung ist ja Geld nicht schön. Reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder.
Können wir im Bad gucken, ob es da Tabletten gibt? Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Da bleib ich mal stehen. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Das sehe ich überhaupt nichts. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepherd. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Ach, da liegt da was. Guck mal, Origami. Ah, guck mal. Die kennt sich mit Origami aus. Schau mal. Entweder sie oder der Sohn hat das damit zu tun. The Frog? Wir suchen ja eine Echse, ne? The Dog? Na, also das war ja alles voller Eidechsen in dem anderen. Der wie Eisvogel ist das, glaube ich, ne? Kranich? Haben wir hier? Nee. Ich würde gerne mal kurz gucken. Wir haben den Vogel. Was haben wir denn? Den Dog. Wir gucken mal. Gedrückt halten wieder. Kann ich ja meinen Controller irgendwie... Ja, was denn nu? Hä? Ach so. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Also ich muss Dreieck drücken. Dann muss ich nach unten drücken. Dann muss ich L1 dazu drücken. Jetzt kann ich Dreieck loslassen. L1 auch. Und jetzt kann ich es aber nach links machen. So. Okay. Oh, Sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Das ist bestimmt interessant. Lustig, oder? Max ist bestimmt interessant. Aber der Bruder hieß ja nicht Max. Tja, was können wir jetzt noch machen? Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Wir können natürlich noch andere Erinnerungsstücke machen. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Okay, dann bauen wir jetzt mal noch was anderes. Warte, bauen wir noch mal was anderes. Hallo. Können wir noch... Ich kann nicht mehr bauen, ne? Okay. Weil ich nicht mehr weiter bauen kann... Oh. Wie mich diese Steuerung nervt, ne? Junge. Wenn ich da jetzt hinsetze, da ist auch eine. Ach, guck mal, da sind auch noch Figuren auf dem Tisch. Na dann. Gucken wir nochmal hier. Machen Sie diese Origami-Figuren? Das sind kleine Kräne, ich kann nicht. Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Das ist der Schwan, ja, der Crane. Jungs, ist das der Mrs. Crane? Shepherd. John und. Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich Stimmt, hatte nur das ist einen ganz Sohn. Schwer. Ach klar. Mein Johnny. Wir brauchen den zweiten Namen. Aber die Frage ist ja, welcher von beiden... Johnny ist ja ertrunken. Aber wie stimmt, der andere... Da hast du natürlich jetzt recht, Madison. Ich habe noch gar nicht den Namen des anderen gehört. Stimmt.
Was mache ich denn da am Spiegel jetzt? Das war alles oder wie? Na, ist das super. Haben wir hier sonst noch was liegen? Guck mal. Ist da vielleicht noch eine Figur drin? Eine andere? Nee. Also Hund und Kranich, glaube ich, hatten wir jetzt schon. Es gibt noch den Frosch. Hat sie da vielleicht einen Frosch drin? Nee, aber sie hat irgendwas ist da drin. Ein Bild. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Das stimmt, der hat gesoffen. Immer war er betrunken. Ja. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Deswegen sind die ja da turnen gegangen, als der gesoffen hat. Blumen, hier war was mit Blumen irgendwie noch. Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Wer ist denn nur das Sohn? Dann müssen wir jetzt doch mal rausgehen. Ich gehe jetzt raus Blumen holen. Warte, pass auf. Ich gehe jetzt... Was passiert denn jetzt, wenn ich hier rausgehe? Ist dann die Szene beendet oder kann ich da Blumen holen gehen? Weil hier drinne... Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Noch was basteln kann ich ja nicht. Also entweder brauchen wir die Tabletten für die. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören. Erinnere dich. Ich brauche Blumen. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Ich habe hier nichts anderes. Also ich muss rausgehen. In der Hoffnung, dass ich da draußen jetzt die Blumen holen kann, ne? Die haben wir ja da vorhin liegen gesehen. Nicht abbrechen, die Szene, ne? Wir gehen nur Blumen holen. Die waren hier vorne. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel... Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Ja. Er ist ertrunken. Toll ist das, ne? Das ist der Einzige, den sie hatte. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Lass ich das Blumen holen. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Okay, ich hole mir jetzt Blumen. Los, komm. Die stehen hier vorne. Ich habe sie da stehen sehen. Schneller laufen geht ja hier nicht. Sie sagte, sie liebt Blumen. Hier sind Blumen. Aber welche? Na gut, das wäre vielleicht auch zu einfach, ne? Weil es so mittendrin ist. Dafu, schön, dass du da bist. Dafu, mein Guter, herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass du da bist. Freut mich. Magst du ein bisschen mit zuschauen? Das ist relativ spannend hier, aber vielleicht ist es auch gar nicht deine Art von Game. Es ist halt, wir spielen Heavy Rain. Und das ist doch ein bisschen emotional auch, also ein bisschen aufwühlend, ne? Und ich versuche jetzt gerade rauszufinden, wer der Mörder ist und warum. Guck mal, kann man die jetzt... Aber die Steuerung macht mich fix und fertig, Dafu. Fix und fertig. Ich bin völlig gewurmt von dieser krassen Steuerung. Eine schöne Orchidee. Ja, Orchidee, stimmt. Meine das bringt Söhne ja... Haben ja, stimmt. Geliebt. Wir pflanzen ja, stimmt. sie im Hof. Der bringt ja immer eine Orchidee mit zum Umbringen. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Aha. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen.
dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Schade, ne? Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Es baut sich Druck auf, ne? Ich muss gedrückt halten, muss ich? Ich darf es nicht verreisen. Jetzt sag nicht, dass das Ethan war. Ja, ist ja super. Und wenn Madison jetzt irgendwo drauf geht, ja, dann wissen wir nichts. Die hat zum ersten Mal gesagt, wie ihr anderer Sohn heißt, ne? Die hat es zum ersten Mal gesagt. Wahrscheinlich. Das Spiel, ich lurke hier auch ein bisschen. Also muss ehrlich sagen, bei dem Spiel, da kannst du ja nur lurken. Also ich lurke ja selber da.